Ja, so schnell sieht man sich wieder. Ich begrüße euch sehr herzlich zu einem kleinen Unboxing und einer Produktpräsentation für die Firma Nilfun. Die liebe Nicole Schütz hat mir ein paar aufeinander abgestimmte Produkte zugesandt und die möchte ich jetzt gerne für euch präsentieren. Ich möchte natürlich auch was damit zaubern, ganz klar. Ich würde sagen, ich labere euch nicht wieder zu, sondern werde jetzt die Kameraeinstellungen so machen, dass ihr auch wirklich alles sehen könnt und wir sehen uns gleich wieder. Ich möchte euch einfach zeigen, wie easy ein hochviskoses Gel aufzutragen ist. Und das ist wirklich dieses Easy Gel. Deswegen auch der Name, das ist hochviskos für Allergiker geeignet, werde ich natürlich auch an meinen Modellen und Freunden testen. Ich brauche jetzt erstmal einen sauberen Pinsel und zwar möchte ich euch anhand einer Wurst zeigen, worauf es mir ankommt. So, ich stelle den Tiegel extra weg. Bei keinem anderen Gel kann ich mir das trauen, den Pinsel mit diesem tropfenden Näschen einfach über meinen Tisch zu halten. Und bei dem Gel macht es überhaupt nichts aus. Ich kann jetzt hier stundenlang wahrscheinlich mit euch reden, ohne dass sich hier was bewegt. Und das ist wirklich genial. Also ihr merkt, da bewegt sich gar nichts. Richtig klasse. Was ich auf jeden Fall schon mega toll finde, also ich habe das High-Gloss-Versiegelungsgel nicht nur bei mir drauf, sondern auch bei einer Kundin bereits ausprobiert. Man braucht wirklich nicht viel. Das ist wirklich absolut genial. Es ist dünnviskos. Ich werde euch das nachher auch auftragen. Bei beiden Gelen Hitzeentwicklung gleich null. Klar, wenn ihr natürlich viel von dem Easy Gel drauf macht, könnte schon warm werden. Dann sind hier drei aufeinander abgestimmte Polish-Gele, sogenannte Shellacke. Das hier ist das Silky Mauve der Nummer 018. Das ist wirklich ein bezaubernder Ton. Er kommt in der Kamera wegen dem Kameralicht ein bisschen pinklastiger raus, ist aber eher in der Farbfamilie Flieder anzusiedeln. Die zweite Farbe im Bunde ist die Diva Gold mit der Nummer 195. Das ist wirklich richtig schön. Schöne, feine Glitzerpartikel. Die Shellacke sind sogenannte 3-in-1 Produkte. Sie beinhalten sehr gute Haftungseigenschaften. Extrem hoch pigmentiert. Hier bitte zweimal dünn auftragen, damit es auch wirklich faltenfrei aushärten kann. Und sie haben bereits den Glanz inklusive und zwar ohne Inhibitionsschicht. Das hier ist Metallized Hazelnut mit der Nummer 059. Auch ein wirklich sehr, sehr schöner Ton. Diese drei Farben werde ich mit dem mitgelieferten Nageldesign verarbeiten. Und zwar, das hat mich sofort angesprochen, als ich die drei Shellac-Farben gesehen habe. Das ist Roségold. Es sind Monde dabei, eine Sonne ist mit dabei, es sind längliche Partikel, es sind viele, viele unterschiedliche Steinchen mit drin und natürlich diese großen Rosenquarz-ähnlichen Einleger. Also da freue ich mich jetzt schon riesig drauf. Und weil man das nie genug haben kann, eine große Packung unterschiedlicher Strasssteinchen. Ich mache am besten mal eins der größeren Dinger auf, um euch vielleicht zeigen zu können, warum ich diese gewählt habe. Muss jetzt mein Studiolicht ein bisschen anders hernehmen. Und zwar, ich weiß nicht, ob man es jetzt im Licht erkennen kann. Die sind silber in der Rückseite, aber haben einen sogenannten Multischimmer.
Also je nach Lichteinfall bläulich, rosé, Flieder. Und das hat mich mega angesprochen, weil ich dann gesagt habe, dann passt es wirklich für jeden.